Der Muskelaufbau ist ein wichtiges Ziel des Trainings, denn unsere Muskulatur hat eine Stützfunktion. Sie stützt unser Skelett. Du kannst Gelenkschmerzen vorbeugen und es regt die Fettverbrennung an. Mehr Muskelmasse, desto höher die Fettverbrennung. Und du fühlst dich dann einfach auch viel wohler. Natürlich ist es auch wichtig, mal zu variieren. Ich empfehle zum Beispiel, den ganzen Körper zu trainieren, nicht nur einzelne Körperteile. Das kannst du beim Freestyle oder zum Beispiel auch bei meinem Boxcamp. Wichtig ist einfach, keine Langeweile, sondern mit viel Spaß beim Training dabei sein. Fortgeschrittenen empfehle ich, zu trainieren nach dem HST-Prinzip. Das heißt, viel Gewicht und wenig Wiederholungen. Mein persönlicher Tipp, du kannst das Training auch mal ergänzen. Zum Beispiel mit Hot-Iron-Kursen. Das sind Kurse mit der Langhantel und da wird der ganze Körper gezielt geformt und gestrafft. Probier es doch mal aus. Wer Muskulatur oder also Körperstruktur aufbauen möchte, muss sich dementsprechend ernähren. Es geht also nicht, dass ich Hunger und gleichzeitig hoffe, dass mein Körper durch irgendetwas aufbaut. Wenn ich Hunger, baut er kein Fett auf, aber auch keine Muskulaturen. Deshalb müssen die Speicher, die Kohlenhydratspeicher, aber auch natürlich das Reservoir an Eiweiß gefüllt sein. Nach dem Training hilft mir zum Beispiel auch ein Eiweißshake sehr gut über die Runden und gibt mir die nötige Energie. Das Wichtigste zum Timing des Essens beim Muskelaufbau ist, ich muss gucken, dass ich nicht so große Schwankungen habe. Das heißt, am besten öfters am Tag essen und niemals hungern. So, Alfons, sag uns doch mal, welche Lebensmittel eignen sich denn besonders dazu, sich so für den Muskelaufbau zu ernähren? Also wenn man jetzt an Eiweiß denkt, dann haben wir hier Rindfleisch, ja. Dann habe ich natürlich Hähnchen, also Geflügel und Fisch. Aber der Schlüssel ist auf der einen Seite das gute Produkt, auf der anderen Seite die respektvolle Hitze und im richtigen Augenblick zu würzen und damit schmeckt es nicht nur gut, sondern es ist auch sehr, sehr gesund. Wenn wir jetzt das Steak sehen, wie wir das angebraten haben und man isst das in Salat dazu, dann gibt man da ein bisschen Essig, Öl, Zucker, ein bisschen Salz hin und dann gebe ich noch gerne immer ein paar Hülsenfrüchte drauf oder Pistazien oder Pinienkerne oder auch was wahnsinnig gesund ist, weil es ein hoher Radikalfänger ist, der hat die Ellagsäure, das sind Granatapfelkerne. Das ist leicht süßsäuerliche, macht sie wunderbar für den Salat und wir haben ein bisschen eine andere Geschmacksrichtung. Die Erholung, die ist mindestens genauso wichtig wie das Training. Deshalb empfehle ich nach einer intensiven Trainingseinheit mal eine richtig kalte Dusche. Ich weiß, das ist etwas gewöhnungsbedürftig. Aber was passiert da? Die Muskelkapillare, die ziehen sich zusammen und du beugst den Muskelkater vor. Und du fühlst dich einfach viel frischer und entspannter. Und was ich euch noch empfehlen kann, das ist ausreichend Schlaf. Profisportler zum Beispiel, die schlafen mindestens 7 Stunden. Die Muskulatur regeneriert und der Muskel wächst. Fitness First.